Yeah, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute. Mein Name ist der Zockfrosch und ich bin am Start mit Yooka-Laylee. Ein neues Plattformerspiel aus dem Hause Team 17, dieselben Typen, was die Worms-Spiele gemacht haben und auch damals für den Multiplattformer Banjo-Kazooie verantwortlich waren. Also, beziehungsweise Multiplattformer, Banjo-Kazooie war ja damals ein Nintendo 64-Spiel. Und ich habe das auch erst letztens erfahren, dass Yooka-Laylee sozusagen das neue Banjo-Kazooie sein soll. Ich habe das Spiel leider damals nie gespielt, weil ich leider keinen Nintendo 64 hatte. Ich könnte es natürlich jetzt nachholen mit dem Emulator, den man sich überall runterladen kann. Aber ich dachte mir jetzt einfach, Yooka-Laylee, Alter, ich habe mal wieder Bock auf ein cooles Jump'n'Run-Spiel. Und da dachte ich mir jetzt einfach mal, ich hole es mir mal. Und ja, sieht verdammt witzig aus auf jeden Fall. Ja, man steuert hier eben dieses kleine Chamäleon hier mit seinem kleinen Fledermaus-Freund, beziehungsweise mit seiner kleinen Fledermaus-Freundin. Und prügelt, springt und arbeitet sich hier halt in verschiedene Level durch, die relativ groß gestaltet sind. Also das Ganze soll ja auch so ein bisschen Open World sein und das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Ich habe jetzt, ja, so zwei Spielstunden hinter mir und dachte mir jetzt, ich kann jetzt einfach mal aufnehmen. Auf jeden Fall, sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Es ist wirklich kunterbunt gestaltet. Es macht mega viel Spaß. Die Grafik finde ich echt knuffig und echt süß auf jeden Fall. Also Yooka und Laylee sind wahnsinnig coole Charaktere. Und ich bin jetzt hier gerade in der zweiten Welt, in der Schneewelt. Und es ist halt so, man spawnt hier quasi in einer großen, weitläufigen Welt, die man auch später mit sogenannten Peggies erweitern kann. Das sind so goldene Seiten, die müssen wir einsammeln, wie zum Beispiel da unten. Da ist eine hier in so einem Käfig versteckt. Ich denke mal, die erste Seite, die kommen wir so ran. Oder? Nee, kommen wir nicht. Was ist jetzt? Oh! Komme ich dahinter? Ach so, scheiße. Nein! Ach, wisst ihr was? Die Aufgabe mache ich einfach später. Auf jeden Fall in Yooka-Laylee treffen wir auf jeden Fall auf ziemlich viele lustige Charaktere, für die wir verschiedene Aufgaben erledigen müssen, wie zum Beispiel Pflanzen zum Wachsen bringen oder irgendwelche bestimmten Gegenstände einsammeln oder eine bestimmte Anzahl an Gegner ausschalten. Und ja, das alles halt richtig cool mit Jump'n'Run-Manier. Und ja, ich hatte jetzt einfach mal wieder Bock auf so ein cooles Jump'n'Run-Spiel und ich habe das auf Steam vor ein paar Monaten entdeckt und habe einfach ein bisschen was drüber gelesen und die Leute haben gesagt, ja, Yooka-Laylee, das wird das neue Banjo-Kazooie, das wird wahnsinnig geil werden. Und ja, ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen, ein bisschen so zwiegespalten, weil ich weiß nicht, ob mich das irgendwie angemacht hätte, weil es ist auf jeden Fall cool, es sieht wahnsinnig witzig aus, aber ich wusste jetzt halt selber nicht, ob das was werden kann und ob es mir taugt. Aber jetzt nach den ersten zwei Stunden in der ersten Welt, wo man wirklich sehr, sehr viel zu tun hat, dachte ich mir jetzt einfach mal, das sieht wahnsinnig cool aus. Das kann wirklich sehr, sehr cool werden. Vor allem, man hat halt wirklich hier an jeder Ecke vom Level irgendwas zu tun und kann sich hier überall umsehen und verschiedene Aufgaben erledigen und was stehen hier drauf? Oh, da haben wir zum Beispiel einen Charakter. Ich kann euch ja mal so ein bisschen die Dialoge zeigen in dem Spiel, denn es gibt keine Dialoge. Oh, ja. Da seid ihr endlich. Schnell ans Werk, sonst endet Planker noch als Feuerholz. Super, das Level hier könnte ein wenig Wärme vertragen. Klappe, Goffmieze. Und jetzt macht, wofür Eisbildhauer bezahlt werden und setzt diese kaputte Statue wieder in Stand. Aber wir sind keine. Ruhe, an die Arbeit. Wenn ich Kapital B herausfindet, dass ich versehentlich seine schöne neue Skulptur verschandelt habe, wird er mich sicher anzeigen. Okay. Ihr werdet viel Energie brauchen, dieses Makel auszumerzen. So viel steht fest. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen kann. Ja, genau, uns fehlt die Ausrüstung. No. Naja, also man muss halt hier auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Aufgaben freispielen. Wie hier zum Beispiel habe ich zum Beispiel gelernt, dass ich halt mich so rollen kann, um damit auf so rutschigen Eisflächen zum Beispiel hochzugleiten oder auf irgendwelche Rampen hochzukommen. Und ja, es ist halt, man muss halt hier sehr, sehr viele Aufgaben auf jeden Fall freispielen, weil sonst kann man hier halt nicht weiterkommen. Und es ist halt wirklich abartig, was man hier in den ganzen Leveln halt eben einsammeln kann. Es gibt hier zum Beispiel so Geister, die ich einsammeln kann. Da gibt es hier immer 5 Stück davon. Und
da muss ich halt auch immer gucken, wie ich die einsammeln kann. Ich kann zum Beispiel auch Feuer spucken, wenn ich so eine komische Pflanze finde mit so komischen Knospen. Also hier in der Nähe ist jetzt keine. Aber ich bräuchte jetzt Feuer, damit ich da oben diesen Geist befreien kann. Aber wie gesagt, man kann hier auf jeden Fall viel, viel machen. Ich glaube, die Skulptur, die kann ich wirklich erst machen, wenn ich ein paar neue Fähigkeiten freigespielt habe. Aber ich sehe mich jetzt hier trotzdem einfach mal um, weil, wie gesagt, es gibt an jeder Level-Ecke irgendwas zu finden und irgendwas zu tun. Da muss man wirklich gucken, wie man das am besten macht. Und ja, man hat halt eben wahnsinnig viel zu tun. Das ist halt wirklich, sieht halt echt cool aus. Ich glaube, das schaffe ich nicht, Leute. Das ist ein bisschen zu blöd. Egal. Okay, Fischkopf, bist du noch im Forschungsgeschäft? Oh, in der Tat. Ich habe sogar gerade die letzten Arbeiten am Denator vorgenommen. Er ist jetzt bereit für die Transformationierung. Mit dieser neuesten Modifizierung können wir diesen widerlichen Dr. Quack und seinem neuen Boss, die Leviten, lesen. Die Dialoge finde ich so witzig. Aber pass auf, dass du den richtigen Knopf drückst. Die letzte Transformation würde in diesem Wetter nicht lange überleben. Für diese nächste Transformation müsst ihr mir das Molekül dieser Welt bringen. Ach so, stimmt, ja klar. Aber offenbar habt ihr es noch nicht gefunden. Ah, stimmt. Also ich muss immer so ein Molekül einsammeln. Also hier könnt ihr mal die Items sehen, was man hier einsammeln kann. Ich kann zum Beispiel, also Schmetterlinge zum Beispiel, um neue Lebensenergie zu bekommen. Dann so Moleküle, damit wir uns verwandeln können. Dann gibt es noch so besondere Spielemarken, wo wir mit so einer Spielekonsole einen Highscore knacken können. Und eben das alles, um eben an diese Seiten ranzukommen. Und ja, es macht auf jeden Fall einfach nur mega viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Gameplay euch jetzt mal so ein bisschen alles zeigen kann. Ich versuche es euch jetzt einfach mal zu erklären, was es hier, wie gesagt, alles zu tun gibt. Und ihr seht ja schon, das ist halt einfach nur mega riesig alles. Und ja, es ist halt einfach krass. Okay, hier komme ich zum Beispiel noch gar nicht hoch. Ein Schneemann. Arr, warum bringt mir keiner meinen verlorenen Hut? So, da ich jetzt hier leider wirklich irgendwie nicht imstande bin, eine Aufgabe zu lösen, gehe ich einfach mal hier rein und gucke, ob es da vielleicht noch irgendwas zu holen gibt. Oder was zu machen. Mal schauen. Ah, eine kristalline Höhle. So. Ein paar Schneemänner kaputt machen. Also da komme ich noch nicht hoch. Also anscheinend muss ich da noch eine Fähigkeit lernen. Das ist nochmal so ein Schneemann. Ein Windstoß ist gekommen. Hat mir den Hut genommen. Alles klar. Sie haben anscheinend alle Schneemänner ihren Hut verloren. Das heißt, ich muss hier irgendwo ein paar Hüte finden. Finde die Hüte. Ha. So, da haben wir wieder eine Seite. Die bekommen wir bestimmt auch irgendwie. Ha! Wir haben einen Peggy eingesammelt. Ja, Leute, ich denke mal, das reicht auch jetzt mal so für einen kleinen, aber feinen Einblick zu Yooka-Laylee. Ich konnte euch jetzt nicht so viel zeigen. Also wenn ihr auch nochmal einen zweiten Gameplay sehen wollt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Und werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen, weil es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht zeige ich euch dann auch mal ein Gameplay von einer anderen Welt. Und ja, so
um natürlich, wie ich es in jedem meiner Videos immer sage, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die auf Jump and Run Spiele stehen, also einfach mal so allgemein für alle Jump and Run Fanatiker. Es macht einfach Spaß, es ist witzig und es ist wahnsinnig süß und knuffig und die Grafik ist wirklich gelungen, die Steuerung ist super. Hier und da gibt es halt so ein paar kleine Kamerabugs und die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig an manchen Stellen, also zum Beispiel später, wenn er dann das allererste Mal so ein Minispiel spielt, dann werdet ihr schon merken, okay, da hätte man an der Steuerung vielleicht noch ein bisschen was machen können. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, es macht wirklich was her, Yooka-Laylee, und ja, ich denke mal, das ist wirklich ein ziemlich gelungenes Spiel und ich denke mal, so kann man sich auf jeden Fall sowas einfach mal angucken und einfach mal vielleicht mal so sein Urteil draus bilden, sowas vielleicht mal doch mal zu spielen. Und ja, ihr seht, es sieht knuffig aus und ja, schauen wir mal, was das Spiel noch so kann in den nächsten Stunden. Ich freue mich drauf und ja, das war's erstmal von mir, eurem Zockfrosch. Wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Haut da rein. Ciao.